Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time Gear News im Stonehenge Studio. Wir haben heute eine mega vollgepackte Folge. Es geht um diverse Analog-Gears von Heritage Audio und Ducking. Es geht um Aston-Mikrofone, es geht um Plugins und es gibt sogar noch was kostenlos. Dranbleiben lohnt sich deswegen. Los geht's! Whitey! Timson! Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei der Gearshow. Heute mal kein Paket zum Aufmachen. Heute kein Paket zum Aufmachen, heute haben wir wieder was zum Quatschen, damit man uns vorwerfen kann, dass wir immer nur Quatsch erzählen. Genau. So muss das nämlich sein. Als Selbstdarsteller war das, ne? Selbstdarsteller, ja. Genau. Ja. Böse Selbstdarsteller. Ja, genau. Wir starten direkt mal rein, weil wir haben so viele Themen. Genau, weil wir finden es spannend und geil und besser bleiben wir dran. Genau. Ja? Heritage Audio. Mhm. Spanischer Hersteller, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ja. Hm. Auch bekannt für sehr versus The Neve Clones. Wir haben auch welche davon im Rack. Ja. Die haben jetzt vorletzte Woche oder so den Heritage Audio H81A Channel Strip angekündigt. Ja, im Prinzip dasselbe wie der 1073, nur mit dem EQ, der eher in Richtung 1081 geht. Genau, aus der 81er Serie von Neve. Ja. Finde ich sehr schick, sehr spannend. Würden wir auch gerne mal testen. Heritage Audio, schick uns den mal rum. Mhm. Ganz klassischerweise natürlich, jetzt sind die Namen wieder falsch aus, Carnhill Übertrager. Mhm. Man weiß, was ich meine. Ja. Und ja, diese Vierband Inductor EQs. Ja, das ist ja das, was wir so lieben, ne? So Spulen-EQs. Ja. Die halt immer Sound machen, immer schön klingen. Kennen wir ja auch hier von unserem 1073. Und jetzt hat man halt viel mehr Einstellmöglichkeiten. Also man hat insgesamt 30 Frequenzbänder, die man bearbeiten kann, glaube ich. Man hat einen schaltbaren Q-Faktor. Super. Ja, mega interessant. Ist eigentlich wieder so Must-Have, ne? Ja, absolut. Ja, und die haben auch noch was anderes angekündigt, das nur kurz am Rande. Die haben jetzt noch den Baby Ram. Das ist so ein kleiner Monitor-Controller tatsächlich. Für zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Genau, der beschränkt sich so auf das Notwendigste. Ja. Und man kann einfach erwarten, dass das wie diese anderen Heritage-Produkte einfach vernünftig klingt. Genau. Ja, und das ist dann halt für ein relativ überschaubares Budget. Ja, 215 Euro kostet der dann. Ne? Ja, wenn das ein richtig guter Monitor-Controller ist vom Sound her, ist das allemal das Geld wert. Kann man nur mal gebrauchen. Gut. Wir rushen direkt zum nächsten. Ja. Als nächstes geht es um den Daking AudioComp 2. Die Firma ist auch bekannt, aber nicht für Nachbauten, sondern die baut eigene Kisten, sitzt in den USA. Und die erkennt man immer an diesen grünen Frontplatten. Sieht sehr hübsch aus, ja. Sehr auffällig. Und die haben einen Kompressor-Limiter gemacht, wo sie selber von sagen, dass der eigentlich in allen möglichen Einstellungen gut klingt. Und dass er halt eigentlich den Sound eines FET-Kompressors macht, also FET. Genau, obwohl er ein VCA-Kompressor ist. Genau. Ja? Und beschränkt sich tatsächlich auf das Wesentlichste. Der hat tatsächlich nur einen Knopf für Compression, also Less and More. Steht da. Und den Output. Ja. Und dann hat er halt Regler, mit denen man Release, also auf Fast Schalter. Auto, genau, Schalter. Wo man Release, Attack und Ratio halt auf Fast oder Slow stellen kann, beziehungsweise der Ratio auf Comp oder Limiter. Ja. That's it. Sollte man eigentlich auch mal rankarren und mal testen, ne? Absolut. Ja. Also auch die Kiste fand ich relativ spannend mal wieder, ne? Ja, es ist ja immer wieder ganz schön, wenn du Kisten hast, die einfach funktionieren, ne? Oder einfach mehr, weniger, fertig. Ja, okay. Ja. Das, ich glaube auch gerade für Einsteiger kann das interessant sein, einfach mal nicht so sehr auf Parameter zu schauen, sondern einfach mal zu hören, wie ich immer pflege zu sagen, was das Ohr sagt. Ja, next one, auch wieder analog. Und jetzt wird's kurios. Auch die Aussprache ist schon kurios. Ja, gut, aber das wird man mir verzeihen, weil es japanisch ist. Hayakumo Foreno Rack. Oder halt Desktop. Das ist ein 19-Zoll-Gerät oder ein Desktop-Gerät eines japanischen Herstellers, was zwei V-Meter hat. Also es ist ein V-Meter-Gerät. Ja. Da sollten wir mal ein extra Video drüber machen. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, zu aufwendig, darüber zu reden. Ja. Was das eigentlich für einen Sinn macht, dass du noch einen VU-Meter zusätzlich hast. Mhm. Ne? Weil das könnte man ja in einer Folge analog versus digital, ne? Braucht man überhaupt einen analog VU-Meter? Das werden wir berechnen. Auf jeden Fall, die haben das Ding jetzt rausgebracht, das ist nur angekündigt. In zwei Versionen. In zwei Versionen. 19 Zoll und einmal Desktop. Ne? Genau. Ja. Sieht schick aus. Soll angeblich irgendwie höchste Präzision und Verlässlichkeit bieten. Hm.
was man damit so machen kann und ob das Sinn macht, werden wir in der nächsten Folge erörtern von analog versus digital. Rushenberg weiter. Aston Microphones sind auch schon seit einigen Jahren unterwegs und haben sowieso so ein bisschen dieses Bestreben, mit bestimmten Experten oder bestimmten Community-Teilen, bisher eher nicht öffentlich, Mikrofone zu entwickeln. Also zusammen mit Meinung von Experten und so weiter und so fort. Die immer so ein bisschen anders sind. Ne? Die wurden ja schon durch das erste Mikro, was sie rausgebracht haben, dieses Großmembran, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber man kennt das Design davon. Genau, da war der Korb halt so geformt, dass du angeblich keinen kein Popschutz mehr brauchst. Mhm. Haben wir noch nicht getestet. Vielleicht ergibt sich das ja mal. Genau. Aber auf jeden Fall, die basteln gerade mit der Community zusammen und diesmal könnt ihr tatsächlich auch da quasi mit teilnehmen. Also es läuft jetzt schon ein paar Monate, aber ich glaube, aktuell kann man immer noch auch mit... Bis Ende Juli. Bis Ende Juli, also ne, vielleicht könnt ihr noch was machen, aber auf jeden Fall, da kann man dann immer online sich registrieren und abstimmen, was man zu bestimmten Soundfiles sagt. Also das ist ein Blindtest und demnach, wie die Abstimmung verläuft, optimieren die dann das Mikrofon. Also das wurde auch alles schon komplett irgendwie mit der Community designt, die Prototypen und so weiter und so fort. Und wenn man da jetzt auch weiter mitmacht, kann man sogar sich eins dieser limitierten Editionen quasi sichern, dass man da mitgewirkt hat, hat noch 25% Rabatt und so weiter und so fort. Und ich finde das Design auch mal sehr anders. Ja, absolut. Ich bin wirklich sehr gespannt. Da sollte man noch mal reinhören, wenn ihr da mitmachen wollt und euch dann auch Mikrofonentwickler, ich glaube, man darf sie, man kriegt dann sogar ein Aston Microphone Developers Anstecknadel oder sowas. Schaut da mal rein bei Aston Microphones Elements. Als nächstes kommen wir zur Digitalfraktion Plugins. Da haben wir nämlich zwei interessante Sachen. Eins habe ich bisher noch nie von gehört. Finde ich aber sehr spannend. Sound Particles Air. Kann man sich erstmal gar nichts darunter vorstellen. Das Gerät sieht relativ fancy aus. So irgendwie so ein EQ. Ja, sieht aus wie ein Einband-EQ. High-Shelving-Filter. Aber dann guckt man da hin und dann sieht man irgendwie, man kann da Foot und Meter umstellen. Temperatur. Was ist das denn für ein EQ? Ist kein EQ, sondern du kannst die Entfernung eines Signals verändern. Ja, man kennt das ja ähnlich wie Feuerwehr kommt, fährt vorbei, das Signal wird dumpfer. Und ähnlich funktioniert das da auch. Die haben da wohl, also das ist nicht nur ein High-Shelving, sondern das ist, da haben die schon ein paar Algorithmen eingebaut, die das berechnen, was das ausmacht, dass man das mehr als Distanz wahrnimmt. Und wofür braucht man das? Ich denke mir ganz einfach, eine dreidimensionale Klangschaffung zu bekommen im Mix. Also mein erster Gedanke war natürlich irgendwie Filmmusik und so weiter und so fort. Aber auch generell für die normale Musik kann man damit bestimmt interessante Sachen machen. Ich meine, da gibt es dann Parameter wie Distanz zum Hörer, Luftfeuchtigkeit und sowas. Also man kann dann irgendwie auch Regen simulieren oder irgendwie, also wenn es regnet, wie sich das dann entwickelt und so. Finde ich sehr interessant, deswegen wollten wir das auch mal sagen. Und das kann man jetzt auch tatsächlich standalone kaufen, so für $55. Das müssen wir auf jeden Fall mal checken, ey. So, und jetzt kommt wie versprochen noch was gratis, auch ein Plugin. Wir hatten in der letzten, beziehungsweise der letzten und der ersten Gear News Folge das Valhalla Supermesse gesagt, dass das umsonst ist, dass Valhalla das rausholt. Und Valhalla ist ja bekannt für die geilen Hall-Sachen auch und Delays. Absolut. Und jetzt hauen die schon wieder was umsonst raus, und zwar den Valhalla Space Modulator. Wieder ein amtliches Plugin für umsonst. Ja, im Prinzip ist das ja ein Flanger, ne? Ja. Ein sehr heftiger, der sehr extreme Einstellungen auch kennt und finde ich manchmal so ein bisschen 70s-Flair auch, wenn man so denkt, ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, in der Gala da wieder, Iron Butterfly, dem Drum-Solo, wo das so macht, so solche Effekte kriegt man damit raus. Also, ne, für umsonst. Ja, absolut. Einem geschenkten Barsch, wie wir wissen, ne? Also ab auf den Rechner damit, Ja, da sind wir heute durchgerusht. Viele Themen, viele interessante Sachen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal in die Kommentare schreibt, was ihr dazu eine Meinung zu habt, zu den einzelnen Themen. Jeder hat ja irgendeine Meinung zu irgendwas, ne? Halt zum Beispiel zu dem Heritage Audio oder sonst irgendwas. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch noch Vorschläge oder Feedback für uns habt, schreibt uns auch gerne in die Kommentare und nicht in irgendwelche Foren, wo wir es natürlich eigentlich nicht lesen können. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und die Glocke nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Musik.